Hallo liebe Autofreunde, ich habe hier ein Video für euch von einem Handschuh, einem Winterhandschuh der Schweizer Armee. Und der ist sehr gut geeignet, um zum Beispiel Winterwanderungen, Schneeschuhwanderungen und so weiter, Schlitteln und all das. Ein Fausthandschuh mit einem zusätzlichen Finger hier, um einen Abzug zu tätigen. Oder einfach sonst kann man damit natürlich ein bisschen griffiger sein. Und den möchte ich euch gerne zeigen in diesem Video. Und ja, schaut ihn euch mal an, vielleicht ist er was für euch. So, und zwar hat er hier diesen Haken, damit man den nicht verliert, wie man es von vielen Handschuhen kennt. Das hier ein bisschen robuster, damit die Ausrede dann bei der Armee wohl ein bisschen genauer angeschaut wird, warum man das so einen Handschuh verlieren kann. Ne, das ist wirklich gut. Dass es das hat, und wie gesagt, hier eben Fausthandschuh, Fäustling, hier mit so einer Lederinnenseite, und außen dran ist es ein Material, das wasserabweisend zumindest ist. Also sehr gut geeignet für in den Schnee, hier auch Gummizug und hier am Ende auch nochmal. Und die gibt es zum Teil günstig zu kaufen, und deshalb könnte das ein interessantes Produkt für euch sein. Ich versuche hier mal rauszuschlaufen. So. Hier drin grünes Fließfutter ist da drin. Übrigens kein Problem zum Waschen, falls die mal ein bisschen riechen. Habe ich auch schon gemacht, und die sind wirklich gut zu reinigen. Natürlich immer dann gut austrocknen auf den Stock drauf. Und ich hoffe, ich kann euch hier eben ein bisschen vermitteln, was ich meine damit. Es ist ein Fäustling, den man eben auch hier noch einen Finger zusätzlich ab für den Zeigefinger, eben gedacht damals, um einen Abzug zu drücken von dem Gewehr. Daher natürlich auch ein bisschen interessant für die Jäger. Ansonsten eben richtig stören habe ich jetzt noch nie den empfunden, wenn ich den Finger nicht darin hatte. Ansonsten eben Fäustling, wo man sich die Finger gegenseitig ein bisschen wärmen kann. Gutes Innenfutter. Und er ist sehr leicht, er ist auch nicht irgendwie zu dick oder so. Und deshalb finde ich das einen interessanten Winterhandschuh, der nicht sehr teuer in der Anschaffung ist. So. Ja, das ist eigentlich das, was ich euch zeigen wollte. Allzu viel mehr kann ich gar nicht dazu sagen. Einfach, falls ihr euch dafür interessiert habt oder auf der Suche nach sowas seid. Dieser ist von der Schweizer Armee, so in schwarz gehalten. Dieser Handschuh, und innen drin eben grünes Vlies gefüttert. So, ja, ich bedanke mich fürs Reinschauen, bedanke mich fürs Interesse und hoffe, ich konnte euch hier ein bisschen weiterhelfen, und habe ganz viel Spaß draußen natürlich. Vielen Dank.